Hallo ihr Lieben, ich grüße euch. Ja, ich nehme euch heute mal auf einer kleinen Reise mit. Und zwar konfrontiere ich euch. Ja, also nicht ich, sondern eher der Serge Wenger. Ja, der hat da was gemacht und zwar, ja, so ist es eben halt, nicht? Immer wieder schön mit der Realität und der unbequemen Wahrheit konfrontiert zu werden. Und ja, das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Hört es euch an, schaut es euch an. Also, ich sag euch, tja, der Mann hat einfach nur recht. So, da ist er. Ja, anmachen. Was? Was willst du? Was willst du? Du kannst gar nichts machen, Junge. Du kannst gar nichts machen. Hast du nicht heute gelesen in der Zeitung? Ja? Da haben ein paar, fünf Mann, randalierende fünf Leute, haben eine Frau vom Fahrrad getreten. Haha. Letztes Mal auch, da haben die eine Frau, ja, in der U-Bahn-Station die Treppe runtergeschubst. Was willst du machen? Polizei? Die Polizei kann nichts machen. Die Polizei kommt, die macht eine Anzeige. Eure Gesetze kennen wir bereits. Die Polizei kommt, macht eine Anzeige, da wir sowieso kein Geld haben. Wir sind als Flüchtlinge hier, ja? Aber wir haben Anwälte, die erzählen uns alles, was hier so alles geht und was nicht geht. Ja? Kann die Polizei nichts machen? Was für eine Strafe? Zurückschicken nach Hause? Geht auch nicht. Wie soll das denn gehen? Bei uns ist unsicheres Herkunftsland. Geht nicht. Ja. Hey, das, was ich hier an Geld bekomme, jeden Monat 328 Euro. Manche Kollegen sogar nebenbei ein bisschen arbeiten. Ja, zack, 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 ein bisschen Geschäfte machen, tschak, tschara. Ja, das verdiene ich in meiner Heimat nicht mal im Monat. Was wollt ihr denn? Ich habe mit euren Gesetzen nichts zu tun. Warum? Ich habe eine ganz andere Religion, eine ganz andere Mentalität, ganz andere Kultur. Eure Gesetze gelten doch gar nicht. Das ist für euch gemacht. Ihr habt doch sowieso keine Eier. Eure Männer haben keine Eier. Eure Polizei kann, können nichts machen. Ich kann die anspucken. Puh, die können gar nichts machen. Ja? Ich kann hingehen, jemand hier kaputt schlagen. Die können nichts machen. Was willst du machen? Was willst du machen? Du hast in deinem ganz eigenen Land gar nichts zu sagen. Eure Politiker, ach, bla 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 bla. Die reden, reden, reden. Wie kann das sein, dass du in deinem eigenen Land, ja, du hast die ganzen Jahre... Bist du, keine Ahnung, wie alt geworden bist, gearbeitet. Jetzt musst du sogar Flaschen sammeln gehen, damit du klarkommst. Und eure Politiker reden, 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 wollen alles besser machen. Ja? Die haben keine Eier. Die haben keine Eier, eure Leute. Jetzt sind die Wahlen, deutsche Bürger beschweren, 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 beschweren. Und dann ganz schnell alles vergessen. Ich bin gekommen, ich gehe nicht mehr zurück. Egal was. Selbst wenn die sagen, Zeit ist zurückzugehen, ey, ich gehe in anderes Land, andere Grenze, komm doch mal rein. Ja? Du hast doch gesehen, Bundeswehrsoldat, ja? Hat sogar Fingerabdruck gemacht, haben die nicht mal gemerkt, dass er deutsch ist. Der ist deutsch, hat keiner gemerkt. Ja? Was machen, was machen? Hm? Was wollt ihr machen? Wir scheißen auf eure Gesetze, wir scheißen auf eure Kultur, wir scheißen auf eure Mentalität, wir scheißen auf eure Polizei, eure Richter haben keine Eier, ja, wir backen eure Frauen an, ja, wir machen, was wir wollen, schubsen, treten, spucken, puh. Was wollt ihr machen? Was machen? Scheißegal, ich bin gekommen, ich bleib hier. Frankreich schon vorbei, Belgien vorbei, Holland sowieso vorbei. Jetzt Deutschland dran? Ja. Ja, heftig nicht. Ja, und was soll ich sagen? Die unbequeme Wahrheit. Nicht? Und so ist das halt. Ja, herzlichen Dank. Ja. Das, ist traurig, aber wahr, nicht? Da hat der Serge einfach recht gehabt, der einfach Klartext hier und
mal so richtig auf die 12 so, ne? Und das ist traurig, aber wahr ist es. Und natürlich gibt man solche Aussagen, werden dann eben halt dann auch getätigt, um gerade die Leute wach zu rütteln, die immer noch schlafen und schlafen und schlafen. Und leider, leider Gottes, es immer noch so ist und sie schlafen noch weiter. Ne? Egal wie oft man versucht, sie wach zu rütteln oder sonst irgendwas. Sie pennen und pennen und pennen. Ne? Und glaubt mal ja nicht, dass unsere Politiker das nicht wissen. Die sind total eingeweiht. Diese ganze Scheiße ist geplant. Ne? Und dass hier Menschen hergekommen sind, ist denen sowieso alles scheißegal ist, die auf alles scheißen, so wie der Menger es gesagt hat, da ist es, das wundert mich nicht. Ja? Die haben nämlich keinen Respekt vor nichts und niemand. Ja? Dem fehlt jegliche empathisches Verständnis. Ja? Die haben keine Empathie, nichts. Ja. Sind bestensfalls einfach nur Biomasse, die wir aushalten sollen, und das war's. Ja. Tja. Naja, meine Lieben, das war jetzt mal einfach mal eben so mal am Rande, und das nächste Mal komme ich mit was. Ja, ich hab da was vor. Ich möchte nichts verraten. Ihr werdet es dann sehen. Und dann komme ich da mit was ganz anderen mal. Ja, und ich würde sagen, ich kenn's. Lasst euch nicht verscheißern. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.